Ich glaube, ja, gibt's. Aber. Alter, warum hier oben ist auch so dieses Feuer hier? Alter, Also du glaube ich Kante. zumindest, ich weiß es nicht mehr. Warum hast du dein Feuerzeug an? Hab's doch gerade ausgemacht. Weißt du, warum du gerade durch die Baumbrücke gefallen bist? Die Warum? ist nicht fertig. Als ob. Ja, ich dachte Stimmt, 7 von 8. schon. Hä, lol. Als ob wir das vergessen haben. Du hast gesagt, sie wäre fertig, da habe ich dann nicht mehr drauf geguckt. Wir forsten den ganzen Wald hier ab. Muss sagen, The Forest macht Spaß. Jetzt ist die Brücke fertig. Hast du keinen Hunger? Doch, aber ich will noch hier ein Mauerstück zu Nam Ende nam nam nam. bauen. Okay, hätte ich gewusst, dass man auch Tore bauen kann, dann hätte ich eventuell nicht erstens mal nicht so viele Tore gebaut. Ich dachte einfach, das sind, dass der Wall verstärkt wird. Zweitens hätten wir uns die Baumbrücke sparen können. Jetzt wird die Feuer erst gebaut, ich Idiot. Wo ist unser Feuer hin? Na, hier. Ich kann die Laubfalle anzünden. Du hast mir ja was zu essen dagelassen. Ja, hab ich. Okay. Ja, aber Waffe Eine cool. Platthaufenfalle. Warum? Ich kann die anzünden, bringt das irgendwas? Erstmal ein wenig gutes Teichwasser. Richtig gesund ist das. Ach, ich glaube, ich krieg Schaden von dem Teichwasser, so ganz minimal. Ja, keine Ahnung. Ist doch gut für die Gesundheit. Echt so. Sprach er mit einer triefenden Nase. Hast zu viel aus dem Teich geschlürft, wa? Ey, unser Steinlager ist voll. Dann bau neues. Oder nee, hol Nein. das lieber fürs die Hasenfalle. Wir haben eine Hasenfalle. Die wohl noch nicht fertig ist. Das sind Stöcke. Ach so, du meinst, ich soll die Stöcke dafür Ja. erkennen. Jetzt habe ich es verstanden. Was ist das für ein Stöcker, keine Hasenfalle. Du sollst ja auch eine bauen. Nee, ich dachte, du meinst in Bezug auf Steine. Ich dachte, man bräuchte Steine für die Hasenfalle. So. Klau mir mal das Holz, das du hier gefällt hast. Ja, war ja dafür gedacht. Es gibt auch so einen Schubkarren, ne? Damit kann Ja, man so ein, irgendwie ich sechs weiß so. Holzstämme gleichzeitig, mit dem kann man auch voll Speedy Gonzales durch die Gegend düsen. Düs, düs, düs. Du Baumeister. fällst, du fällst, ich trage. Okay. Haha, du bist der Sklave. Obwohl du kein Du Mexikaner bist doch bist. der, der die schwerere Arbeit Nein, machen du muss. musst Baumstämme schleppen, Alter. Ich hau nur Du auf den Baum musst. drauf. Ja, glaub mir, das ist scheiße anstrengend. Ja, so einen Stamm zu schleppen auf der Schulter, zwei Stämme irgendwie, ist nicht Nee, anstrengend. nee, nee. Das ist wie mit Ah, dem es Boot geht. tragen. Das geht. Außerdem, hier ist doch jetzt fast ja nichts drin, da doch nur fast ein bisschen Luft. Genau, ich fälle nur hohle Bäume. Die paar Dinger, das ist einfach ein bisschen Training. Das geht. Also an der einen Seite ist unser Wald jetzt schon fast fertig. Ey Junge, wir haben gleich fast so über 100 Baumstämme schon. Richtig Ich glaube, ich hobbylos. fälle schneller, als du trägst. Ja, aber du fällst ja auch automatisch mehr, als ich tragen kann.
Ich muss eben schneller laufen. Also er muss hier an der Klippe entlang eine Baumstämme schleppen, das ist nicht so einfach. Wie es sich anhört. Tschüss, Baum. Es sind neue Gegenstände zum Herstellen. Verfügbar. Ach, kann es sein, dass man auch manche Sachen erst freischaltet, die man bauen kann? Eventuell. Das wäre sich ganz geil. So, ich habe 6 Stöcke von 17. Für die Hasenfalle. 8. Hier steht Molotow-Cocktail-Herstellung. Okay. Baue dein Lager fertig, finde und koche Essen fertig, baue Verteidigungsanlagen. Können wir theoretisch auch noch machen. Also ein paar Katapulte hinter die Mauer. So, das ist das Tor. Katapulte, ja. Hey, wenn du dann schon Kanonen, richtige, ja? Nee, gibt's leider nicht. Wenn ich das sage, dann gibt's sie. Oh, das muss ich mir bauen, das ist cool. Ja, da, wo ich einen Bogen hab. Ja, das soll hier. Wir sind ja hier in einem Freizeitcamp, ne? Ja, ja, gut. Ein unfreiwilligen freiwilligen Camp. Nee, aber stell mal vor, also ganz ehrlich, wenn wir hier von der Insel runterkommen würden, wir könnten die, also würde ich mir bei der Bank einen Kredit holen, die Bank, die Insel hier kaufen und dann ein Freizeitcamp eröffnen. Ach du, ja, genau. Freizeit-Überlebenserlebnis-Camp. Überlebenserlebnis-Camp, ja. Werden Sie Kannibale in einfachen Schritten und töten Sie alle? Nee, wir haben jetzt genug Tierfleisch. Lernen Sie das Jagen und das Töten von Ureinwohnern. Ja, und von Kannibalen. Und werden Sie eventuell selbst zum Kannibalen, wenn mal das Tier vielleicht ausgeht? Hä, ich würde mich sofort anmelden. Guck mal, was ich jetzt als erste Freizeitbeschäftigung gebaut habe. Freizeitbeschäftigung? Ja, Freizeitbeschäftigung. Da werden noch ein paar Playboy-Hefte aus dem Flugzeug. Guck mal. Ach so, ja, das hab ich schon. Du kannst gar nichts. Nee, ich habe auch gar nicht richtig gemacht. Ich habe eine Hasenfalle. Jetzt schieße ich richtig. Oh, danke schon. Jetzt gehe ich mal weiter weg. Lauritz. Und? Ja, geht. Hab noch das Blaue getroffen. Ja, und mich nicht. Das ist auch ein Fortschritt. Ein Fortschritt. So, du musst noch ein paar Stämme schleppen, glaube ich. Ja, mal jede Sekunde. Zack, 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 zack. Freistehende Seilrutsche, Alter, wir können hier wirklich ein Freizeitcamp eröffnen. Herzlich willkommen im Deformus Freizeitcamp. Oh, ich weiß, was wir jetzt bauen. Das ist cool. Wir bauen jetzt unsere scheiße Wall. Nee. Hast du gesehen, dass sich die Stöcke eventuell ein wenig erhöht haben? Ja, ich habe meine Stöcke weg, hast schon alle abgegeben. Bring das jetzt nicht zur Wall, du wirst schon sehen, weil ich ihn geklatscht habe. Wo denn? Hier sind so viele gelbe Hämmer, ich weiß nicht wo. Mein Bogenschützen-Ding. Das ist im Nähe. Das ist die Falle. Groß, weiß, Pavillon. Alter, hier! Ach, da! Bauen wir uns doch mal einen schönen Pavillon. 30 Stück. 30 Holzstämme und 60 Stöcke. Aber wenn das fertig ist, sieht der Pavillon echt cool aus. Wir bauen uns hier so eine richtige Burg, Alter. Stell mal vor, wie schnell das geht, wenn man da. Man kann es ja mit maximal 8 Leuten spielen. Stell mal vor, wie schnell das gehen würde, wenn wir 8 wären. Ja, wie gesagt, Linnea hat doch das Spiel. Nee. Martin. Junge? Echt. Ich bin gerade über die Holzstämme, die du trägst, gelaufen. Ja, bei mir sah es aus, als hätte ich die Holzstämme in den vollen Bauch gerammt. Stell mal vor, irgend so, und du trägst gerade so 2 Holzstämme, richtig anstrengend in irgendeinem Penner. Oh, Angriff, und zwar ein richtig großer. Kannst du bitte mal die Dingens ausmachen, die. Das hab ich hab die ausgesehen, ich wollte Hotkey nehmen. Gott, der springt richtig. Hab einen von hinten getroffen, der ist dadurch. Ich hab den gewonnen, Alter, oh mein Gott. Du lebst doch die Hälfte runter, nachdem er mir 2 Hits gegeben hat. Ja, ich bin ein bisschen mehr als die Hälfte runter.
Ich muss ein Medikit nehmen. Hab eins. Ich jetzt auch. Ich muss mein Speer holen, dann kann ich dir. Nee, ich muss meinen Bogen holen. Zieh dich da hoch, zurück, hoch aufs Baumhaus und schieß von oben. Ja, mach ich gleich. Aber erstmal mache ich hier das Tor zu. Wir sollen ja nicht von überall reinkommen. Oh, ich hab dich jetzt schon abgetroffen. Ja, toll. Jetzt hab ich ihn. In den Rücken. Noch ein Hit. Geh aufs Baumhaus, wenn du zu low bist. Ich töte ihn. Ess dann oben ein Medikament und dann kannst du nochmal kommen. Ich hab keine mehr. Er flieht. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ich trinke noch eine Soda. Stoff. Sieg. Also ich habe 45 Stoff. Aber sie wissen jetzt, wo wir sind. Oh, hier ist noch einer. Weil die KI ist intelligent und merkt sich das? Ja, ja, desto länger man an einem Ort bleibt, desto härter werden die Angriffe. Hier ist ein ganzer Stamm. Bau die Wall nicht fertig. Wo bist du denn? Ach da. Hier, mein Baumhaus. Ja. Oh mein Gott, der hat einen Kriegsschrei gemacht. Wir sind am Arsch. Siehst du, wie viele hier sind? Moment. Ich bin auf dem anderen Baumhaus. Ist die Brücke mittlerweile fertig? Ja. Gott sei Dank habe ich viele Pfeile. Ich habe keine. Warte, kann ich mir einen bauen? Siehst du, ob die gerade probieren, meinen Baum zu fällen? Ne, da steht nur eine nackte Frau unten. Alter. Ach krass, ich habe irgendwo richtige Pfeile aufgesammelt, so Sportbögenpfeile. Okay, wo kann ich denn Waffen bauen? Was willst du bauen? Auch Bogen. Ja, aber es bringt hier nichts ohne Pfeile. Ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen! Ich hab ihn kassiert. Junge. Wollen die gerade meinen Baum fällen? Ich bin schon wieder runtergefallen. Was kannst du eigentlich? Der eine schlägt auf unsere Wall ein. Der eine schlägt von der Innenseite auf unsere Wall ein. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Ich hab nur die Hälfte Leben, mein Hunger geht leicht. Einnehmen ein Medikament. Ich hab kein Medikament. Als ob. Alter, ich hab den eigentlich. Ich hab sogar zwei Pfeile, ey. Hey, sicher, guck mal nach, du hast 100%ig Medikamente. Ich hab das letzte gerade eben geholt. Ich habe auch keine Medikamente. Ach, man nimmt mehrere auf einmal, je nachdem, wie schlecht es einem geht. Ja, scheiße. Oh, ich sehe gerade, ich kann meine Axt noch mehr Zähne drauf tun. Das ist jetzt das Wichtigste. Stimmt, kann ich auch. Ja, fein. Wie viel Damage macht ihr jetzt inzwischen? Ja, doch. Fast so viel wie die Geschwindigkeit. Ich brate mir mal hier was zu essen, okay? Oh, ich bin runtergefallen. Ich versuche zu dir zu kommen. Ich muss mir auch was zu essen braten. Uff. Alter, da lege ich gerade zwei Lursche auf, okay? Ja. Wir stehen zwar mitten unter Angriff, aber ja. Danke für so wie Crafting, wo ist denn jetzt bei B dann das Waffencrafting? Alter, du musst kombinieren, Junge. Wie oft noch? Das ist das Crafting. Nee, man kann auch so craften. Ich gebe mir mein Handy ab. Okay. Das ist ein Spiel. Was muss ich denn kombinieren? Also für einen Bogen, ein Seil, ein Kleider und ein Stick. Ich habe kein Stick mehr. Ich habe das alles verbraucht für das. Ja. Du hast das Feuer kaputt gemacht. Das habe ich nicht kaputt gemacht, das ist ausgebrannt. Das passiert bei normalen Holzfeuern. Wir sind so asphalt am Arsch. Ja, wieso? Mir geht's jetzt wieder gut. Halt die Fresse. Ich kollaboriere gleich mit den Kannibalen. Werd einer von ihnen. Ich glaube nicht, dass die reden können. Also sie sind geflohen, ne? Die Angriffswelle ist vorüber, kannst runterkommen. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Vielleicht habe ich ja mit den Eingeborenen kollaboriert. Übrigens, Kannibalen und Eingeborene bekämpfen sich auch gegenseitig, ne? Ja, weil die Kannibalen greifen einfach alles um jeden, ne? Alles, was sie essen können, um es genauer zu nehmen. Die Sache ist, wir müssen halt manche Wall-Teile reparieren, weil die da drauf eingeschlagen haben. So, ich brate mir erstmal einen Schlauch. Also im Moment, also eigentlich hätten wir die kriegen können. Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen zu viel Panik geschoben. Okay, ich kann nur den Kopf braten.
Ich habe noch so viel Bratzeug. Guck, wie das aussieht. Helikon. Ja, ich habe gerade eben gesehen, das war also, da stehen ja mal Tipps, wenn man reingeht. Wenn man Leichen verbrennt, hält das die Viecher ab. Soll Warum sich. setze ich eigentlich gerade so viel in den Wall? Ich will doch eigentlich eine Pavillon fertig machen. Alter, warum fürchte ich, wie die Beine immer wegfliegen? Brenne. So. Ich habe das Tor mal wieder aufgemacht, weil ich jetzt einfach. Wir brauchen so viele Stöcke. Oh, ich muss sowas essen. Fällt mir mal auf. Ja, aber den Baum fällt ich noch. Es liegen nicht genug Stöckchen im Wald. Das war aus so einem Baumstamm, nicht ein Holz, das Stöcke machen kann. Das ist auch ein bisschen doof. Ich mal mein Minecraft ist viel besser. Okay. Was hast jetzt du gesagt? Get the fuck out of my room and play Minecraft. Aha, erstmal auf die Bank setzen und zwar nicht richtig hin. Ah, jetzt. Warte, ich Herr setz mich Ober, ein jetzt Bier hin. bitte. Du musst auf den Tisch stellen und dann auf die Bank legen. Das macht Sinn. So. Jetzt bräuchte ich nur noch einen dritten, der die Bedienung macht. Hat sich aber gelohnt, dass ich hier Tisch und Bänke gebaut habe, ne? Oh, ich hab Knochen. So, ich muss jetzt was essen. Super. Jede Sekunde. Das war seine Verabschiedung. Tschüss.